Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Wo die Troodons sich noch um die letztlichen Besucher kümmern. Und wir hier unsere zwei Indominus Rex haben. Denen es Gott sei Dank sehr gut geht. Naja, es sind natürlich nur noch die zwei Troodons. Oh, und es hat sich erledigt, wie es scheint. Gut, dann ist ja alles Klärchen. Ja. Ah, scheinbar doch noch nicht ganz. Nö, noch nicht ganz. Ja, ganz ehrlich, die regeln das schon. Ich sehe da gar kein Problem drin. Die brauchen natürlich noch, das fällt mir gerade ein, eine erweiterte Futterstation natürlich. Und da kann man ja gucken, dass der das alle 15 Minuten verteilt. Ich glaube, so viel brauchen die ja nicht, ne? Besonders, das werden wir ja mitkriegen. Sozial, okay. Einer von denen ist scheinbar etwas weiter weg. Ja. Okay, das heißt, wir brauchen vielleicht nochmal ein paar Stegoceratops. Oh. Nein. Natürlich ohne Waldlandmuster, tut mir leid. Da. Wie viel Strom haben wir denn noch über? Okay, 156. Das klingt doch nach was. Okay, das habe ich mir gedacht. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Das habe ich mir fast gedacht. Dass die bei dem Prozentsatz nicht alle durchkommen, ist klar. Das noch ein Areal, wobei man das wahrscheinlich auch sogar zweiteilen könnte, ganz gut. Moment, hier muss ja auch noch so ein Ding hin. Nein. Nein, geh weg. Verdammt. Hier. Wäre natürlich mega gut, wenn hier so ein Schutzraum hinpassen würde. Und der passt hin. Leider passt da der Strom ist nicht so hin, wie ich es gerne hätte. Jetzt müsste es aber gehen.
Ja. Können wir hier rüber? Ja. Suchen wir uns mal. Einen großen Fleischfresser, der möglichst wenig Platz braucht. Allosaurus wissen wir natürlich nicht. Der Baryonyx braucht, glaube ich, relativ. Na gut, nee, das geht. Ne? Baryonyx braucht tatsächlich nicht so viel. Einer bis zwei. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Kajau oder Besaurus wissen wir auch noch nicht. Aber der wird wahrscheinlich etwas mehr brauchen. Gehe ich mal von aus. Der Allosaurus vermutlich auch. Ich modifiziere uns mal ein Kajau oder Besaurus. Wir können ja gleich mal gucken. Ne, hier. Einer bis zwei. Das könnte man auf vier bis fünf hochnehmen. Meine Fresse. Aber ich glaube, dass zwei da wirklich reichen, oder? Also einer bis zwei ist, denke ich, vollkommen in Ordnung. Was sagt denn die Lebenserwartung? 66, da kann man vielleicht was drehen. 93, klingt gut. Und einer muss halt der Alpha sein. Machen wir das so. Dann bist du das Alpha-Tierchen. Dann kommst du zuerst. Wie sieht es eigentlich hier aus? Sind die durchgekommen? Also noch nicht ganz fertig. Gut, die Troodons streifen alle schon so ein bisschen mit. Gut, dann lassen wir den schon mal direkt frei, damit er sich der einen Gruppe anschließt. Zack. Zeig dich, mein Großer. Definitiv. Der schönste Dinosaurier. Huh. Ein Apatosaurus im Weg. Oh, nicht schlecht. Ernsthaft? Ah ja, gut, der Troodon hat ab. Na, greifst du wen an? Hm, keine Ahnung. Sehr schön. Wo sind denn die beiden Gruppen? Eine Gruppe da. Die anderen beiden haben sich aufgeteilt. So, was könnten wir denn hier noch nehmen? Ein Camarasaurus kennen wir an sich auch noch nicht. Wie viele seid ihr denn? 2 bis 7. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Was sagt denn eure Lebenserwartung? 121, jo. Dann holen wir uns da mal zwei. Wirklich?
Was ist denn das, dass die dauernd nicht in diesen Gyrostationen sind? Willst du mich verarschen? Ich verstehe das nicht. Fangen die jetzt wirklich einen Kampf an, oder? Nö. Okay. Was kann ich hier hinten? Sollte es ja relativ ruhig laufen, ne? Naja, also bei denen ist soweit alles in Ordnung, denke ich. Hübsches Tier. Gut, bei den anderen beiden warten wir vielleicht erstmal, wenn der Bestand gerade etwas hoch war. Auch wenn ich denke, dass sich das relativ reguliert. Der Carcharodontosaurus ist gleich fertig. Schön. Schön, schön. Dann her mit dir. Krass. Okay, fehlender Wald, natürlich. Was sagst du? Passt vom Wald her, super. Zack, hingelegt, schläft. Gut, alles klar. Jetzt ist die Frage, wie viel Platz brauchst du denn? 10.000 Quadratmeter Grasland, 1.200 Quadratmeter Wald. Tja. Mein Gott.
Habe ich gerade was gehört? Bin mir nicht sicher. Ja Jungs, ihr hockt doch alle da in einer Ecke zusammen, ne? Was gibt ihr mit? Sich halt so ein bisschen auch verteilen. Die hocken da jetzt alle komplett auf einem Haufen. Oh mein Gott, haben's die Trolls bald oder was? Gottes Willen. So, ich wollte noch einen Carcharodontosaurus holen. Aber außer die Lebenserwartung natürlich alles weitere rausnehmen. Mit wem setze ich euch zusammen? Mit ein paar Deinonychos? Brauchen wir von Anfang an erstmal drei. Ich überlege, ob wir hier hinten noch ein paar Dilophosaurus dazu setzen können. Wie war das bei euch mit dem Bestand? 0 bis 10, also 8. Acht ist eigentlich für euch die richtige Zahl, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Naja, 2 bis 6. Ist aber für euch die sinnvollere Zahl tatsächlich. Es ist keine gute Idee, aber was soll's. Eine Ingen-Datenbank-Eintrag, okay. Das geht mir auf den Sack, Alter. Weg. Das nervt. Das nervt unfassbar. Fügen wir hier nochmal sowas ein. Ganz ehrlich, dann kommt das hier weg. Diese Art Sichtfenster. Ich meine, die bringen ja nicht mal irgendwas bei der Dinosaurier-Sichtbarkeit, ne? Was eigentlich ärgerlich ist. Ach, zu nah an Dinosaurier. Jetzt nicht mehr. Es ist eigentlich ärgerlich, ne? Wirklich. Aber naja, was soll's. Welche Station? Ach, der Jeep, schön. Borgenheit 0, ja dann müsst ihr euch halt mal ein bisschen aufteilen, Freunde. Ganz ehrlich. Oder ich nehme die Dracorex raus und setze die woanders hin. Wasser.
So. Haben wir hier schon ein Tor? Ich glaube nicht, ne? Tja. Dann lassen wir den mal frei. Ha. Gut, gut. Diesen Zaubertrunk geht mir auf den Sack. Was machen denn diese Kackbesucher dauernd da drin? Nein, das gibt's doch gar nicht. So, wie viele denn noch nicht? Was waren es? Ich glaube 8, ne? Ja, 3 bis 8. Dann wären die ja eigentlich perfekt für, naja, bei den Indominus mit rein, aber was soll's. Du bist der 4., du bist der 5. Das heißt, du kriegst eine Farbe. Von mir aus noch einen Angriff mit rein. So, 4, 5, 6, 7. Gott verdammt. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, übrigens. Großartig, großartig. Füge Aufgabe hinzu. Gut, wir müssen definitiv bei diesem Gehege, das ist glaube ich wirklich einfach zu groß. Das müssen wir wirklich noch unterteilen. Das hilft nichts. Dann müssen wir es wirklich unterteilen. Na komm. Willst du mich verarschen, dass er den nicht trifft, oder was? Jetzt. Kommt auf die Liste.
Dann haben wir eine Futterstation. Kommt auch erstmal weg. Müssen wir das doch leider etwas abteilen, weil die halt nicht raffen, dass sie in einer Gruppe bleiben müssen. Und dann drehen, dann laufen sie amok. Meine Güte. Ärgerlich eigentlich. Echt ärgerlich. So, jetzt der mit dem Muster. Sieht gut aus, wirklich. Dieses lebhafte Muster ist echt geil. Einen brauchen wir noch. Jetzt gucke ich erstmal, wie es hier mit den Dinosauriern aussieht. Wird diese alle betäubt? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Sammle Produkt ein. Hole Produkt ab. Produkt wurde transportiert. Muss so reichen. Wenn man diesen einen Troll dann tatsächlich lassen könnte. So. Den Camarasaurus hatten wir auch noch nicht bisher. Da überlege ich gerade, dieses System mit den Entwicklungsstationen doch etwas anders zu machen. Wenn wir die Gehege jetzt eh so ein bisschen so oder so unterteilen müssen, dann könnten wir es wenigstens so machen, dass die Entwicklungsstationen an einem zentralen Punkt sitzen. Eine für Pflanzenfresser, eine für große Fleischfresser, eine für kleine Fleischfresser. Wäre vielleicht doch wirklich sinnvoller. Aber erstmal kommt der Camarasaurus noch raus, der zweite. Sehr schön.
Wie ist es denn bei euch? Passt alles, ne? Ne, Bestand ist zu wenig. Hat. Ah, idealer Bestand 8. Ah ja, richtig. Na, warte. Da liegen die. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Gibt noch die Drohdons dazu. Und dann passt das. Was sagt Grasland und Wald? Alles super. Gut. Bei. Vielleicht könnte man ja dann hier hinten noch so ein kleines Wasserloch erstellen. So, wirklich nichts Großes, ne? Aber halt so ein bisschen getarnt. So, das reicht glaube ich auch alle 20 Minuten. Ach, das ist eine Pflanzenfresser, bin ich bescheuert. War schon die hier. Bis 45 Minuten geht's hoch. Naja, so viel. So lange wird's dann doch nicht brauchen. Wo ist denn die Krankheit ausgebrochen? Hm? Da. Verstanden. Doch, ich denke, das ist echt die sinnvollere Lösung, wenn man die an einen Punkt, wenn man diese Sache an einen Punkt macht, wenn man das zentral irgendwo sammelt. Ich glaube, es ist echt sinnvoller. Weil wir dann doch etwas mehr Platz haben, was die Entwicklung angeht. Also, Entwicklung. Ich meine den Platz, den die Dinosaurier im Endeffekt haben. Und den Platz, den man dann halt noch für so Sichtbarkeitssachen oder für anderes benutzen kann. Das ist, denke ich, einfacher. Es wäre halt kostenintensiver, sag ich mal, aber das ist ja eh egal, wir haben ja eh unbegrenzt Geld. Also von daher. Gut. Bestätigt. Einverstanden. Von daher. Ach ja, und die hier kommen weg. Ciao. Gleich. Sag ich doch. Aufgabe hinzu. Kein
Du kannst hier mal so ein bisschen die Nachfüllstation erledigen. Haben wir nur zwei davon? Na? So, was sagt ihr denn jetzt? Jetzt geht's euch gut, wa? Sehr schön. Acht bis 20. 0 bis 25. Gut, das heißt, da können noch ein paar Dinosaurier mit rein. Aber erstmal müssen wir gucken, wo wir das umbauen. Es muss halt nichts Großes sein, aber es muss ein Platz sein, wo halt die drei Entwicklungslabore auf jeden Fall hinpassen. Nein. Okay, das ist leer. Das heißt, du kannst doch weg. Nahrungsbewertung und Getränkebewertung. Einmal das. Passt doch so, okay. Muss nur eine Stromleitung hin. Warte, das stört mich. Dachte ich mir, dass es geht. So. Viel besser. So. Spielwarenladen. Durch Dino. Spielhalle. Nächste Generation. Gut, das haben wir, bla bla bla. Fossiliengebiet. Das haben wir schon eingestellt, okay. Fastfood Restaurant. Hier hinten noch was? Ja. So, hier gibt's, sagen wir mal, den Jurassic Mampf. 20. Kleiderladen. Ach Quatsch. Okayschen. Warum zum Teufel sind denn diese Troll dann eine Gefahr für Gäste? Weil hier immer noch irgendwelche Vollidioten rumlaufen. Gott, ist das bescheuert. Wie kommen die denn da rein dauernd? Was ist denn das? Idioten.
So, dann werde ich hier noch eine verbaut. Willst du mich verarschen, Alter? Ja. Könntet ihr die dann vielleicht auch mal umbringen, die dann drinnen noch rumlaufen? Das kotzt mich nämlich an. Gott, ey, sind die bescheuert, Alter. Ich überlege gerade. Nein! Das hat nur jetzt schon wieder keinen Strom. Warum? Hä? Hä? Komisch. Reparaturtrupp unterwegs. Vielleicht hier hinten. Es muss ja nicht viel Platz sein erstmal. Ne? Es geht ja wirklich nur darum, dass die irgendwo erstmal kurz rauskommen. Na, wer war's? Ein Mutterborosaurus ist raus. Anfrage bestätigt. Ach so, ja. Wie kommst du darüber? Hä? Verstanden. Was ist das denn mit diesen Troodern, verdammt? Ich hoffe das nicht. So. Weil, was hat denn am meisten Platz eigentlich du, ne? Huch. So.
müssen wir natürlich auch für sorgen irgendwo, ne? Ist klar. Naja. Produkt muss eingesammelt werden. So, das heißt, hier drüben haben wir erstmal nichts weiter drin, ne? Gut, das können wir, denke ich, auch nochmal unterteilen. Bestätige Produktzustellung. Soll ja wenigstens so ein bisschen getarnt sein. Finde ich jedenfalls. So, dann legen wir mal los. Ich würde sagen, die schnappen wir uns zuerst. Ist ja schön, wenn die blöden Typen hier dann wenigstens auch mal umbringen würden. Ohne Witz. Gut, passt alles noch. Nein, Mann, oh, ich krieg mich da an. Gott. Weg. Hallo? Na gut, auf der Seite vom Gehege sind ja Gott sei Dank keine. Ich habe gerade nicht gesehen, dass das Tor schon weg war. Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Na gut, es passt eh nur da hinten hin. Na gut.
Na, ist halt so. Hauptsache, es ist halt ein Zugang da, so, ne? Kommt auf die Liste. Lege weitere Aufgabe fest. Ach ja, hier haben wir ja auch noch was. Ich erinnere mich. Ob ich da so erfreut drüber bin, weiß ich ja nicht. Immer noch keine guten Erfahrungen mit den Tieren. Immer noch keine. Okay. Well. Ich denke, wenn du die Raptor vergleicht halt jetzt, ne? Gut, wie viele Velociraptoren brauchen wir denn? Ich glaube 6 waren es, ne? Ja, 2 bis 6. So, da bist du die Nummer 4. Du bist Nummer 5 und kriegst eine Farbe. Auf jeden Fall das lebhafte Muster, das ist einfach, das ist zu geil. Das tut mir echt leid. So. Also du bist die Kleinsaurierstation, das heißt, du kriegst so ein kleines. Du kriegst dann entsprechend so eins. Welche Futterstation ist denn leer? Da, die. Okay. Gut, hier haben wir jetzt nur solche irgendwie rumlaufen, ne? So große bisher. Dann könnten wir da ja bei so großen bleiben. Und zwar Apatosaurus haben wir ja da, ne? Brachiosaurus haben wir dort keine. Einer bis fünf. Das heißt, wir holen uns zwei. Ich bin bescheuert, ich hab das vergessen. Also nochmal kurz abbrechen. Vario, Vario. Haben wir noch sowas Großes? Ein Diplodocus. Ja. Dreadnoughtus, die hatten wir auch noch nicht, beispielsweise. Mamenchisaurus hatten wir auch noch nicht. 0 bis 24. Achso, wie ist es bei euch? 0 bis 25. 0 bis 22. 0 bis 23. Okay, also alles klar. Dann holen wir uns noch einen Diplodocus dazu. Mutterborosaurus, 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 Mutterborosaurus,
Mutterborosaurus. Irgendwie, Moment. Aus einem Grund hat einer meiner Tasten auf der Tastatur nicht mehr richtig. Ist gerade schon wieder abgefallen. Scheißteil. Also die Taste, nicht die Tastatur. Die Tastatur an sich ist super. Haben wir noch irgendwo ein Mutterborosaurus rumrennen? Sieht nicht so aus, ne? Du bist nur noch nicht umtransportiert, okay. So, mal gucken, wie es euch hier gefällt. Vielleicht ja etwas besser. Meine Fresse, könntet ihr die bitte jetzt mal umbringen? Gut, denen passt ja soweit alles. Euch auch, gell? Ja, super. Transport im Gange. Bis 20, also wir können noch ein bisschen was dazu packen. Ist ehrlich, Stiggy, 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 Stiggy. Das sind dann Dracorex. Bei der Gelegenheit lasse ich wenigstens den einen Mutterborosaurus mal noch frei. Und einen neuen Ingen-Datenbank-Eintrag. Warum wir die bekommen, weiß ich nicht. Kommen dann alle hier rüber. Sehr schön. Dann zeig uns mal den Diplodocus. Hatten wir ja auch noch nicht. Wir hatten den Ankylodocus. Also sollten wir grob wissen, wie der Diplodocus aussieht. Jawohl, ja. Ja, dass sie das so klein ist, ist mir schon klar. Du wirst ja umgesetzt. Du kommst zu ein paar deinesgleichen. So, Stiggy. 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 Halt, ich glaube, ich habe was gesehen. Jawohl. Gut, dann sparen wir uns halt diese Entwicklungslabors überall, ne? Das denke ich schon ein Vorteil.
Hier lassen wir die drei Velociraptoren noch raus und haben wir das auch hier erledigt. Sehr schön. Du müsstest der mit dem lebhaften Muster sein. Ja, ja. Kann sich sehen lassen. Sieht aus, als wäre da gleich in Vietnam die US Army überfallen worden. So ein bisschen. Weiß nicht. Und der letzte im Bunde, wenn ich mich nicht täusche. Sehr schön. Stimmt's? Jo. Deshalb tarnt er sich, weil er in Panik ist und dann abhaut. Okay. So, der Diplodocus kommt mit hier hin. So. Den Weg muss nur leider etwas Wasser verschwinden. Dürfte sogar schon reichen. Jo. So. Holen wir uns noch einen Diplodocus, ja, auch bis 24. Okay, also die sind gerne in größeren, also die haben gerne viel, viele andere Dinosaurier um sich, das ist ganz gut. Ja, und hier ist der Brachiosaurus, den kennen wir schon. Aber das macht ja nichts. Trotzdem ein wunderschönes Tier. Ja, dem ist es natürlich viel zu klein, das ist klar. Also würde ich trotzdem noch warten, dass der erstmal auf Futter- bzw. Wassersuche geht, damit wir den zweiten rauslassen können und dann gleich beide rüber transportieren. So, dich holen wir noch, dann betäuben wir die beiden, schaffen sie rüber und dann ist auch die Stunde eigentlich schon wieder rum. Menschenskinder, wie schnell das geht. Und wir sind, denke ich, wieder ein ganzes Stück vorangekommen. Haben jetzt so ein paar Sachen natürlich noch geändert. Bisschen umgebaut, ein paar Sachen geregelt. Ich denke, es läuft jetzt besser. Natürlich ärgerlich, dass wir nicht so eine große Freianlage lassen können, aber... Scheinbar verstehen die Dinosaurier das einfach nicht so ganz. Schade, schade. Und wir hätten halt so viele von jeder Art dahinsetzen müssen, gerade bei den Stegos und bei den Stegosaurus und bei den Stegoceratops. Es hätte einfach nicht funktioniert, also. Es hätte einfach nicht funktioniert. So, da bestandstechnisch kann man tatsächlich noch ein bisschen was dazu packen bei denen auch. Ist die Frage was? Wird da auch eine Erfolgsrate drauf? Ne, Ausbildungstempo zweimal. Da ist die Frage, was wir bei denen dazu packen. 2 bis 18. 0 bis 8. Eieieiei.
Also ich glaube, ein Ankylosaurus schon mal eher weniger. 2 bis 18. Da kann man ja noch ein bisschen was machen. 7 bis 23 klingt schon besser eigentlich. 2. Wir müssen also erstmal 2 durchkriegen. Gut. Dann schnappen wir uns die Brachiosaurus und packen sie hier dazu. Der einzelne Diplodocus bekommt dann natürlich auch noch einen Partner. Na gut, das habe ich mir gedacht. Mal wieder ist es dieser Ausbildungsplatz, der nicht funktioniert. So, das ist ja fertig, ne? Es reicht eigentlich sogar hier ein großes hinzusetzen. Im Spannwerk. Quatsch. Hier. Zack. Okay, bei der Kleinsaurerstation sind doch tatsächlich jetzt 2 durchgekommen. Schön. Aber die Brachiosaurus sind wohlbehalten angekommen. Ja, geht's euch gut? Gut, ihr braucht ein bisschen Wasser und was zu essen, aber ansonsten geht's euch gut. Perfekt. Ich würde sagen, ich mache mich vom Acker. Wir sind fast bei 5 Sternen. Oha! Oha, oha. Gut, hier müssen wir noch ein bisschen was machen, klar. Hier sind wir fast, sind wir tatsächlich fast fertig. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass es doch so schnell geht. Meine Güte. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor, ne? Das ist ja die nächste Sache. Wir sind ja noch, wir sind ja mit Isla Nublar noch nicht am Ende. Ich sehe noch jede Menge Platz, der bebaut werden will, ja? Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich mache mich vom Acker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.